Wir wollen uns in diesem Video noch mit der Rauchgasreinigung bei kohlebefeuerten Dampfkraftwerken beschäftigen, also ein Prozess, der nach dem Verbrennungsprozess erfolgen muss. Also, wie sieht diese Rauchgasreinigung aus? Was muss man da berücksichtigen? Das soll hier nur in Grundzügen betrachtet werden, mit den wesentlichen Punkten. Was passiert bei der Verbrennung von Kohle, von der Steinkohle und der Braunkohle? Entstehen Schadstoffe in dem Rauchgas. Und was nun erfolgen muss, ist einmal die Entstickung. Also, dass Stickstoffe dem Rauchgas entzogen werden. Dann muss eine Entstaubung erfolgen. Also Kleinstpartikel, die aus dem Rauchgas abgeschieden werden müssen. Und wir haben dann noch als weiteren zentralen Prozess die Entschwefelung. Das heißt also, dass der Schwefel, der im Rauchgas vorhanden ist, ebenfalls entzogen werden muss. Was dann künftig ein Thema werden kann, eigentlich werden muss, das soll jetzt an dieser Stelle auch mal erwähnt werden. Ich mache das mal hier künftig mit einem Fragezeichen. Das wäre die CO2-Abscheidung oder Abtrennung, abgekürzt mit CCS-Verfahren, das Carbon Capture and Storage-Verfahren. Das heißt also, dass man dann auch noch das Treibhausgas Kohlendioxid, also das CO2, auffängt im Rauchgas und nicht in die Atmosphäre entweichen lässt, um damit den Klimawandel nicht weiter voranzutreiben. Mal so ein paar Kennzahlen, damit man ein Gefühl für ein paar Zahlen bekommt. Also, wenn wir jetzt so ein Kernkraftwerk, ein Kohlekraftwerk haben, kein Kernkraftwerk, ein typisches Kohlekraftwerk, ich sag mal ein halbes Gigawatt an Ausgangsleistung, also 500 Megawatt Dampfkraftwerk. Das ist ein mittelgroßes bis großes Kohlekraftwerk. Was heißt das? Das bedeutet, dass man pro Stunde ungefähr 160 Tonnen Kohle verbrennt. Die muss also zugeführt werden und wird dann umgewandelt in elektrische Energie. Pro Stunde entsteht dabei ungefähr, ja, Größenordnung, das sind also 1,7, 1,5 bis 2, also rund 1,7, 1,75 Millionen Kubikmeter Rauchgas pro Stunde, die dann verfahrenstechnisch behandelt werden müssen. Naja, dann hat man ungefähr von diesen 160 Tonnen Kohle, 150 Tonnen so in der Größenordnung, rund 10 Tonnen Ascherückstände. Die teilen sich auf, dass wir einmal ja, rund eine Tonne Grobasche haben. Grobasche im Kessel selber, das ist also im Verbrennungsprozess. Und die übrigen 9 Tonnen, das ist Flugasche, also kleinere Partikel im Rauchgas. Das heißt, das wird also dann über die Schornsteine abgeführt. Was wir uns angucken möchten und angucken wollen in diesem Video ist nun, wie erfolgen diese drei Schadstoffe, die Entstickungsanlage, die Entstaubungsanlage und die Entschwefelungsanlage und dann ganz kurz noch auf das CCS-Verfahren eingehen, weil das drei oder diese drei Schritte notwendig sind in Kohlekraftwerken, um die Umweltbelastungen zu reduzieren. Bei der Entstickung, also die Entstickungsanlage, da geht es darum, die Stickoxide aus dem Rauchgas zu entfernen. Also Stickoxide, NOx, die sollen also entfernt werden.
Das erfolgt über oder Zuhilfenahme von Ammoniak. Man braucht noch einen Katalysator, das ist typischerweise Titanoxid, sodass man dann über den Einsatz von Ammoniak und diesem Katalysator am Ende unschädlichen Stickstoff in die Atmosphäre ablässt, also N2, das ist ja der Hauptbestandteil der Atmosphäre, und Wasser, das ist also dann ungefährlicher Stoff. Das heißt also, man nutzt das Ammoniak, man hat diese Stickoxide, also NO oder NO2, und daraus bildet sich dann in der chemischen Reaktion Stickstoff und Wasser. Also das ist so der grundlegende Prozess. Also wie haben wir das? Wir haben also Ammoniak. Ammoniak ist NH3. Das ist Ammoniak. Ammoniak. So, Ammoniak. Plus das NOx. Und das wird unter Zufuhr noch von Sauerstoff dann umgewandelt in Stickstoff, also N2 plus Wasser, ohne jetzt hier auf die Stöchiometrie genau zu achten. Also das, was in der Entstickungsanlage erfolgt. Diese Reaktion erfolgt im Bereich von ja, ungefähr, ein Temperaturbereich sind 320 bis 450 Grad Celsius in dieser Entstickungsanlage. Ist die Temperatur zu hoch in diesem Prozess, dann würde der Ammoniak auch zu Stickoxiden oxidieren. Das ist auch nicht gewünscht. Aber das ist also das Grundprinzip dieser vereinfachten Grundreaktion in der Entstickungsanlage. Man muss entsprechende Stickoxidkonzentrationen natürlich einhalten. Die sind so laut dem Bundesemissionsschutzgesetz in der Größenordnung von 200 Milligramm pro Kubikmeter Abgas. Das heißt, darunter muss diese Stickoxidkonzentration liegen. Also technisch umsetzbar, das ist jetzt kein großes Problem, muss aber gemacht werden, um die Stickoxide aus dem Rauchgas zu entfernen. Zweiter Schritt ist dann die Entstaubung. Das heißt also, dass die Flugasche, die entsteht in dem Rauchgas, muss entfernt werden, damit die auch nicht in die Umgebung oder in die Abluft abgegeben werden kann. Das Prinzip da ist eigentlich eher mechanisch, denn chemisch, was man also bei der Flugasche hat, ist, man hat also ein System mit zwei elektrostatisch geladenen Platten mit einer Potentialdifferenz zwischen diesen Plattenelektroden, also hier haben wir so Plattenelektroden, da ist die Potentialdifferenz so zwischen 30 und 80 kV. 30 bis 80 kV. Und was nun passiert, ist, dass über spitze Sprühelektroden, die hier auf diesen Platten sitzen, das sind so kleine Spitzen, muss ich mal andeuten, treten Elektroden von der Platte auf und springen dann über zur gegenüberliegenden Platte, über diese geladenen, also über die Elektroden, die also austreten. Und dabei werden diese Staubpartikel elektrostatisch aufgeladen und bewegen sich dann zur Anode. Das heißt also, was passiert ist, dass wir dann hier, also was man typischerweise noch hat in der Mitte, genauer zeichnen wir in der Mitte dann auch noch so eine Sprühelektrode hier, das heißt hier mal dann diese Elektronen, die dann, sodass die Elektronen dann rübergehen können. Hier strömt das Rauchgas dann durch. Und was nun passiert ist, dass diese Elektroden die Aschepartikel elektrostatisch aufladen. Diese Staubpartikel bewegen sich dann zur Anode, lagern sich dort ab. Das heißt also, hier bildet sich dann an der Wand eine Schicht mit dem Staubteilchen. Und was dann passiert ist, dass dann mit einem Klopfwerk diese Flugascheteilchen aufgefangen werden. Dann gibt es hier unten drunter so einen Behälter, wo dann diese Asche einfach runterfällt.
Also einfach eine mechanische Möglichkeit, diese Flugasche aufzugreifen, aufzufangen und dann einem Verwertungskonzept entsprechend zurückzuführen oder ja, Recyclingprozess zuzuführen. Aber die Flugasche kann nicht oder entweicht dann nicht in die Atmosphäre. Der dritte Schritt, der entscheidend ist, ist die Entschwefelung, was einfach daran liegt, dass durch die Kohleverbrennung schwefelhaltige oder Schwefelverbindungen in den Abgasen vorhanden sind. Das sind so Schwefeloxide, SO2, SO3. Und diese Rauchgas-Entschwefelungsanlagen dienen nun dazu, diese Schwefelverbindungen ebenfalls aus dem Rauchgas zu entfernen. Was da passiert ist, dass es, dass das gasförmige Schwefeloxid, also SO2, hauptsächlich, aber auch ja, SO3 kann das auch sein, aber typischerweise haben wir SO2, das wird dann genutzt oder in dieser Entschwefelungsanlage wird, also passiert nun Folgendes, dass dieses das Kalk zugeführt wird, also Calciumcarbonat oder Calciumoxid, und dieser Kalk, der also dann eingegeben wird in diese Rauchgas-Entschwefelungsanlage mit dieser sogenannten Kalkwäsche, dass also dann dieses Schwefeloxid dann reagiert zu Gips. Das heißt, also wir haben dann am Ende entsteht hieraus über diese chemische Reaktion entsteht ein Gips, der sehr hochwertig ist, den man dann noch weiter nutzen kann in anderen Industriezweigen. Das heißt, über Zwischenprodukte haben wir dann Calcium-Schwefeloxid, gibt es am Ende dann als Endprodukt den Gips. Und wir haben dann dieses Schwefel oder diese Schwefeloxide aus dem Rauchgas entfernt. Und die können nicht entweichen in die Atmosphäre, denn dieser Schwefel würde ansonsten oder könnte dann dazu führen, führt dazu, das haben wir in den vergangenen Jahrzehnten, gab es das, als es noch keine Entschwefelungsanlagen gab bei Kohlekraftwerken, dann zu Schwefelsäure entstehen, das heißt, dass dieser saure Regen, den man noch aus den 1970er, 1980er Jahren noch gehört hat, dass also dann in der Atmosphäre sich aus diesen Schwefeloxiden dann Schwefelsäure bilden kann, die dann also zu einer Umweltschädigung führen können. Mittlerweile besteht also die Möglichkeit, ja, über 95% des Schwefeldioxids aus dem Rauchgas zu entfernen. Das ist also hier dieses Schwefeldioxid, was also dann, oder diese Schwefeloxide, die wir hier haben, SO2, SO3, werden also aus dem Rauchgas auch entfernt, durch die Umwandlung in Gips völlig ungefährlich. Und wir haben dann keine Schwefeldioxidemissionen mehr, die dazu führen, dass es da also zu einer Umweltschädigung kommen kann. Ein letzter Schritt, der in der Zukunft für Kohlekraftwerke relevant werden kann oder auch muss, wenn also Kohlekraftwerke weiter industriell eingesetzt werden im Zuge der Erreichung der Klimaschutzziele, ist die CO2-Abtrennung, also diese Carbon Capture and Storage Verfahren. Da gibt es im Moment noch, es ist noch nicht Stand der Technik, es gibt zwar erste Anlagen, die aus dem Rauchgas das Kohlendioxid auch abscheiden können. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie das erfolgen kann. Da hat sich jetzt bisher noch kein Verfahren durchgesetzt für die Kohlekraftwerke aus technischer und wirtschaftlicher Sicht. Entscheidend bei allen Verfahren ist, es ist technologisch aufwendig, es ist eine neue Technologie, die bisher nicht genutzt wird bei Kohlekraftwerken, ist aber zwingend notwendig. Wie gesagt, wenn Kohlekraftwerke weiter eingesetzt werden sollen in einem modernen Energiesystem unter Einhaltung der Klimaschutzziele, also ohne Treibhausgasemissionen,
Allen Verfahren gemein bei dieser CO2-Abtrennung ist, dass sie sehr energieintensiv sind. Das heißt also, dass man den Wirkungsgrad eines Kohlekraftwerks deutlich absenkt. Bei modernen Steinkohlekraftwerken, was jetzt einen Wirkungsgrad von ungefähr 45% hat, sinkt der Wirkungsgrad der CO2-Abscheidung auf ja, ungefähr 35%. Das heißt, man verliert 10 Prozentpunkte an Wirkungsgrad, was ein Kohlekraftwerk dann in der Regel unwirtschaftlich macht. Die weitere Frage ist, was passiert dann mit dem Kohlendioxid, was dann rausgewaschen wurde aus dem Rauchgas? Das muss gelagert werden oder weiterverarbeitet werden, dann zu Methan zum Beispiel. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten müsste das Kohlendioxid gelagert werden, in Kavernen zum Beispiel. Naja, also insgesamt ist das noch kein Verfahren, was jetzt im Moment schon in der Anwendung ist. Es gibt erste Pilotanlagen, die das ja, erproben sollen. Aber wir sind noch nicht auf einem industriellen Level, dass das also in Kohlekraftwerken eingesetzt werden könnte. Aus wirtschaftlicher Sicht lohnt es sich nicht, dieses Verfahren einzusetzen. Das kann sich natürlich ändern, wenn die CO2-Zertifikate irgendwann so teuer sind für Kohlekraftwerksbetreiber, dass sich eine CO2-Abscheidung rechnet. Das ist im Moment aber auch noch nicht absehbar, sodass also diese CCS-Verfahren im Moment nicht im Fokus der Kohleindustrie oder der Kohlekraftwerksbetreiber ist. Und auch die Forschung dort keinen großen Fortschritt im Moment macht. Es gibt, wie gesagt, einige Testanlagen, aber der technologische Durchbruch ist noch nicht gelungen, sodass dieses Verfahren in den nächsten Jahren nicht großflächig zum Einsatz kommen wird. Daher auch ja, keine Rolle spielen wird in einem künftigen Energiesystem, welches das Ziel haben muss, dekarbonisiert zu sein, also keine Treibhausgase mehr zu emittieren.